Ja, jetzt wird seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten erzählt, man dürfe keine Quinparallelen in barocken Sätzen schreiben. Und dann spielt man, ich sag mal, die Matthäus-Passion in diesem Fall und dann begegnet einem Folgendes. Ihr habt es vielleicht gehört oder schon gesehen zwischen Tenor und Sopran. Absolute reine Quintparallelen kommen in der Tat in dieser Form hin und wieder bei Bach vor. Wir haben hier zwei Stimmführungsphänomene, die sich etwas, ja, quintig, wenn man so will, ergänzen. Einmal haben wir hier den Septimdurchgang im Tenor und im Sopran haben wir eine. Antizipation, also stimmführungstechnisch an dieser Stelle relativ stringent gedacht und in diesem besonderen Fall kommt eben diese Quintparallele bei Verbindung dieser beiden Standardfigurationen schon mal vor. Hören wir es uns nochmal an, weil es so schön war. Ja, wer seinen Tonsatzlehrer mal ärgern möchte, kann das mit diesem Beispiel ja vielleicht mal machen. Bis dann. Ciao.